Hallo ihr Lieben, neues Video, Cyndi Lauper, Time After Time. Schauen wir uns die Akkorde an, die wir für Time After Time brauchen. Wir brauchen ein C. Hierzu legen wir den Ringfinger in den dritten Mund der Ukulele auf die erste Saite. Wir brauchen ein A-Moll. Hierzu wandert der Mittelfinger in den zweiten Mund der Ukulele auf die vierte Saite. Wir brauchen ein F, lassen den Mittelfinger liegen, legen den Zeigefinger dazu im ersten Mund der Ukulele auf die zweite Saite. Wir brauchen ein E-Moll. Hierzu wandert der Ringfinger in den vierten Mund der Ukulele auf die dritte Saite. Der Mittelfinger liegt im dritten Mund der Ukulele auf der zweiten Saite und der Zeigefinger liegt im zweiten Mund der Ukulele auf der ersten Saite. Und wir brauchen ein G. Für das G legen wir den Mittelfinger in den zweiten Mund der Ukulele auf die erste Saite. Der Zeigefinger liegt im gleichen Mund der Ukulele, im zweiten Mund der Ukulele auf der dritten Saite. Und der Ringfinger kommt dazu im dritten Mund der Ukulele auf die zweite Saite. Wir haben bei diesem Lied eine kleine Besonderheit. Wir werden nämlich einen Akkordwechsel innerhalb eines Taktes haben. Das heißt, ein Takt hat auch hier vier Taktschläge. Und genau nach zwei Taktschlägen wechseln wir in den nächsten Akkord. Gehen wir mal die verschiedenen Teile des Liedes durch, Schritt für Schritt. Wir haben ein Intro, was genauso ist wie der Instrumentalteil, der zwischendurch einmal kommt. Jeweils einen Takt werden die Akkorde gespielt. Wir starten mit dem F. Zum G. Zum E-Moll. Zum F. Das Ganze noch einmal. Wieder F. 2, 3, 4. Zum G. 2, 3, 4. E-Moll. 2, 3, 4. Und F. 2, 3, 4. Das ist das Intro und der Instrumentalteil. Kommen wir zur Strophe. Bei der Strophe und auch bei der Bridge haben wir eine kleine Besonderheit, nämlich wir haben einen Akkordwechsel innerhalb eines Taktes. Ein Takt hat vier Taktschläge und nach zwei Taktschlägen wechseln wir den Akkord. Das heißt, ihr habt immer zwei Taktschläge den einen Akkord, zwei Taktschläge den anderen Akkord. Schauen wir es uns an, einmal für die Strophe. Die Strophe wechselt immer vom F zum C, die ganze Zeit durch. Das heißt, wir haben 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 oder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das geht die ganze Strophe so durch. Kommen wir zur Bridge. Auch hier wechselt der Akkord innerhalb eines Taktes, also nach zwei Taktschlägen. Wir starten mit dem F. Wir haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entweder wir gehen von dieser Stelle aus in den Chorus, in den Refrain, oder aber beim allerersten Mal gehen wir von dieser Stelle aus weiter, spielen noch einmal F, noch einmal G und gehen dann erneut in die Strophe mit F und C und F und C. Damit hätten wir den Instrumentalteil, die Strophe und die Bridge einmal fertig. Kommen wir zum Refrain. Wir haben einen ganzen Takt G, vier Schläge also. 1, 2, 3, 4 A-Moll. 1, 2, 3, 4. Achtung, der Wechsel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Achtung, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Am Ende spielen wir noch ein Outro mit F, mit G, mit C. Ich
Ich werde grundsätzlich bei meinem Schlagmuster tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch bleiben. Da wir aber jetzt natürlich einen Akkordwechsel innerhalb eines Taktes haben, müssen wir da so ein bisschen aufpassen. Wenn wir zum Beispiel die Strophe nehmen, die wäre dann tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch. Bei dem Refrain und auch bei dem letzten Teil immer der Bridge werde ich ebenfalls ein bisschen variieren. Nehmen wir uns den Refrain. Da haben wir G, A-Moll und dann spiele ich F, F, G, G, C, 2, 3 und 4 und. Also tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, dann werde ich es auch immer am Ende der Bridge machen. Also wir haben die Bridge. Ja, dann wieder F, E Moll. Da werde ich also, wie schon gesagt, ein bisschen variieren, einfach weil ich finde, es kommt dem Text zugute und der Textmelodie, die an dieser Stelle in diesem Lied herrscht. Aber schauen wir uns das Lied einmal an mit dem Strumming Pattern, was ich benutze, den Texten und natürlich unseren Akkorden. Answer calls, confusion.
Wenn euch meine Videos gefallen, denkt dran, schenkt mir den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um zur Community zu gehören. Und für all die, die weiter üben möchten, habe ich wie immer rechts und links ein Video noch für euch. Tschüss!